Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pixel mit Brinny und ich muss mich bei dem Spiel entschuldigen. Es ist zwar wirklich so, dass dieses Eis ein bisschen glitchy ist und die Hitboxes der Gegner ein wenig komisch, aber die Steuerung ist im Grunde ganz okay, glaube ich. Ich habe mal eben das Ding am Fernseher, nicht am PC Grabber gespielt. Da ist sie um ein paar Millisekunden genauer, was halt beim Spiel wie Pixel essentielle Millisekunden sind, da ich hier ja wirklich genau springen musste. Das heißt, das Spiel kann da nicht unbedingt was für, sondern eher die TV-Karte und die Tatsache, dass ich das Ganze eben an einem Crabber hängen habe. Da habe ich aber schon eine Lösung für in Sicht. Das Projekt nach Pixel wird weniger auf Präzision angewiesen sein. Just what part of Meow don't you understand? Welchen Teil von Meow hast du nicht verstanden? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder Eis und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Weil auf dem Eis zu spielen ist wirklich schwierig, da man sich in der Luft dann so weiter bewegt, das wird man auch auf dem Eis sein. Das heißt, der Sprung vom Eis herunter ist unbeeinflusst. Okay, jetzt konzentrieren. Ich möchte nicht alles nochmal spielen müssen. Ich habe ohne Scheiß eine halbe Stunde für den, Gott sei Dank, für den Part gespielt, den ich euch nicht gezeigt habe. Oh je, anscheinend wird es jetzt ernst. Das möchte ich aber nicht, dass es ernst wird. Wow. Viel Zeit hat man nicht. Wow, okay. Oh, ja gut, nochmal. Was denn? Da ist doch B. Mich verarschen oder was? Okay, wenn wir es lange nicht mehr gesehen haben, der Ladebildschirm. Ein Ladebildschirm, der bei mir persönlich bereits tiefe Aggression hervorruft, da ich ihn in der letzten Stunde ungefähr 50 Mal gesehen habe, wenn ich öfter. Ich bin, glaube ich, öfter gestorben als nur jede Minute bald. Mein Gott. So, hindurch. Gott sei Dank, hinter uns gebracht. Mal sehen, wie lange das Level noch geht. Ich bin etwas ausgelaugt mittlerweile, aber ich kämpfe für euch, damit wir das zu Ende bringen können. Und was geht da? Voll die Katzengang. Oh, well done. Yeah, ich hab's zu den Katzen geschafft. Level clear. Oh, schau mal, Pixel ist zurück. Wir haben lange auf dich gewartet, Kumpel. Der Moon. Also der Mond, ein Haufen Freunde, ein heißes Dach. Na, das Katzenleben ist ein Traum, meinst du nicht auch? Gratulation! Ja, es sagt uns, wir hätten noch mehr von diesen nutzlosen Relikten sammeln können, aber hey, Wahnsinn, ich habe jetzt hier ein 3-Minuten-Video und im Grunde ist es fertig. Was machen wir denn jetzt mit der Zeit noch? Was machen wir mit diesen 3 Minuten noch? Wisst ihr was? Wir werden was finden. Jetzt folgt ihr mir mal in meine Xbox-Steuerung und wir schauen, was wir Lustiges tun können. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Wupp. So, da sind wir in der Xbox-Steuerung. Und was machen wir jetzt? Wir können meinen Kopf drehen. Yeah, Kopf drehen und nach links und rechts. Und da wird mir schlecht. Wir schauen mal in die Spielbibliothek. Vielleicht gibt es ja irgendwas, mit dem wir uns kurz beschäftigen können. Wisst ihr was, wir schauen uns mal kurz Excel Linear Burst an, das habe ich mir neu runtergeladen und nicht getestet. Ach übrigens, Pixel ist es durchgespielt und hiermit schenke ich Pixel the Cat dem Düsselchen, denn ich habe ihr versprochen, dass ich ihr Pixel the Cat schenke, sobald ich sie nicht mehr brauche und ich brauche sie nicht mehr. Action Love, Wahnsinn. Press Start Button. Das Spiel heißt anscheinend Froking Excelinia Burst. Level 1.1. Ja. Okay, was passiert? Was muss ich tun? Okay, ich habe einen Greifhaken. Es wird nichts erklärt. Ich kann diese Viecher greifen. Und wenn ich sie loslasse, dann bloppen sie weg. Brip. Brip. Ei, ich muss anscheinend Viecher mit Viechern zerstören. Ich kann sie auch einfach wegbouncen. Bounce, bounce, bounce. Oh, Milch! Milch.
Ei, muss die Milch jetzt aber mit diesen lila Dingern zerstören? Wop, wop, wop. Ich verstehe es nicht. Aber die Mucke ist cool. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe eine Big Explosion, einen Time Bonus und mein Gott, ist das seltsam. Also ganz ehrlich, Leute, das ist mal tierisch abgefahren. Der Look ist großartig und sieht aus wie irgendwas, was ich sehe, wenn ich zu viel Kaffee getrunken habe. Ey, das kann ich auch greifen. Aber was zum Teufel ist das? Ja, verrückt. Boing. Das macht alles bum 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 und Sachen explodieren und jetzt Flan. Flan, machen wir den Flan kaputt. Also irgendwie ist das so, ich kann die Explosion machen und dann... Ah, explodiert alles andere in der Reihe mit. Und dann kann ich Ketten bauen. Wow, flashy. What the fuck, jetzt mal ganz ehrlich. Das fetzt ganz schön, macht gut Spaß. Yep, komm schon, platzt alle. Das ist doch ganz cool. Auch wenn ich ganz verstehe, was sie gegen ein Obst hat. Boah, jetzt dreht die Musik vollkommen durch. Und sie sieht nicht gut aus. Ich glaube, das ist ein bisschen geworden schon. Boah, jetzt so ist das nicht so gut. Was passiert? Boah, Game Over. Wow, das war mal flashig. Das machen wir nicht noch einmal. So, jetzt habe ich immer noch so 3 Minuten für dieses Video. Und wisst ihr was, dann zeige ich euch mal, was wir als nächstes Projekt machen, jetzt wo Pixel abgeschlossen ist. Ich werde noch ein Indie-Spiel spielen mit euch. Und zwar... Jetzt muss ich kurz warten, bis hier geladen hat, aber so lange warten wir jetzt einfach gemeinsam. Jö, wir warten. Wir finden hier übrigens meinen tollen Street Fighter 4 Hintergrund. Cool, ne? So, was wir als nächstes dann spielen werden, ist Soulcaster. Soulcaster ist eine Mischung aus Rollenspiel und Tower Defense und jetzt labere ich noch kurz zu, während hier dieser tolle Indie-Game-Bildschirm ist. Dann werfen wir ein oh, ihr dürft mir dabei zugucken, wie ich das Spiel aktualisiere. Cool, wusste ich gar nicht, dass die Indie-Games auch aktualisiert werden können. Ist es vielleicht ein bisschen trivial, also wenn euch das nicht mehr interessiert, was jetzt kommt, dann könnt ihr auch schon abschalten. Wir warten jetzt hier, während sich dieser Balken füllt, und ich erzähle euch ein bisschen was. Was kann ich euch denn erzählen? Dass ich wahrscheinlich gerade den Download abgebrochen habe. Egal, Soulcaster ist das nächste Spiel, das wir spielen werden, in unserem Let's Play mit mir. Und ja, während ich hier diesen Download mache und ich euch wohl doch nicht mehr den Titelbildschirm zeigen kann, sage ich Bye-Bye. Danke, dass ihr mit mir mein erstes langes Let's Play durchgestanden habt. Ich bin Brinny und ich sage euch, bis die Tage. Bye-Bye.